Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute geht es um meine Lieblingsfrucht, nämlich um die Marille. Für alle, die über der Grenze zuschauen, das sind die Aprikosen. Wir kennen bei uns in Österreich nur die Marillen und ich bin heute zu Gast bei dem Marillenpapst hier in Oberösterreich, nämlich beim Sepp Meyer. Er lacht, aber er ist so, es ist so. Lieber Sepp, danke, dass ich bei dir sein darf. Du hast gerade geerntet. Das ist relativ früh. Wir sind jetzt, sage ich mal, Ende Juni und die sind bei dir schon reif. Ja, die sind seit Mitte Juni reif. Das ist die Sorte Tsunami. Also die ist sehr aromatisch und außerordentlich empfehlenswert. Jetzt, das Wichtigste sage ich immer, es muss ein Baum sein, der gut trägt und der im Endeffekt auch gesund ist, weil es sind viele Marillenbäume, die über Nacht sterben. Welche Sorte würdest du als die Sorte empfehlen, die in unserer Gegend passt? Auf alle Fälle die Sorte Bergeval, die reift einen Monat später, ungefähr in der Zeit der ungarischen Beste. Aber die Bergeval hat halt viele Vorteile, ist halt selbst fruchtbar und scharkerresistent und hat nur einige andere Vorzüge und schmeckt sehr gut. Also so, Scharker ist zum Beispiel jetzt ein ganz wichtiges Thema. Das ist eine wunderbare Frucht, das schneidet man, machen wir jetzt einmal auf, dass wir mal das Fruchtfleisch sehen. Schau her, das schaut nämlich schon so, oh, das ist saftig. Ja, das ist so richtig. Fast wie eine Marmelade. Fast wie eine Marmelade. Da kriegt man gleich einen Guster. Scharker war eine der häufigsten Fragen im heutigen Jahr, weil viele Früchte ganz rote Punkte, schwarze Punkte gehabt haben, zum Teil blaue Punkte. Was sagst du, was alles für Krankheiten heuer auftaucht sind? Also Scharker ist mir heuer nichts bekannt gegeben worden, weil Scharker hat mit den schwarzen Punkten nichts zu tun. Die schwarzen Punkte auf den Früchten hat man hauptsächlich auf freistehenden Marillenbäumen. Das sind Marillenbäume, die dann durch zu viel Niederschlag entweder Schrotschusskrankheit oder Marillenschurf kriegen. Und das sind die schwarzen. Das sind nicht scharf. Das war scharf, ja. Die sind giftig, aber man mag es halt nicht. Es schaut ganz komisch aus und die sind fast violett. Violett hat das ausgeschaut, Fast. So, jetzt sind wir nur mal dort bei den Sorten. Ja, genau. Das ist Scharker. Bei Scharker. Das ist eine Krankheit, die ist unheilbar. Wenn die wer im Garten hat, kann ich ihm nur raten, bitte sofort den Baum roden. Ja. Nicht nur ein bisschen zurückschneiden, echt roden. Weil ich habe das erlebt bei mir in einem von meinen drei Gärten. Steckt alle an? Ja, steckt dann nach der Reihe die anderen Sorten an. Wie erkenne ich es? Man hat dann auf der auf der Haut der Marillen, so meanderförmige Zeichnungen drauf. Ganz sicher ist für mich immer, wenn man den Kern anschaut. Meine, der Kern ist gleichmäßig braun, aber wenn da so Zeichnungen drauf sind, dann weiß man schon mit größter Wahrscheinlichkeit Scharker. Ja. So, jetzt kommen wir nur mal zu den Sorten. Du hast die ungarische Beste schon erwähnt. Ich weiß, er nennt sie immer ungarische Bestie. Warum eigentlich? Ja, weil in meinen Gartenvorträgen über keine Sorte so viel gejammert wird wie über die ungarische Bestie. Und jeder sitzt. Weil so viele Baumschulen und Gärtnereien oft auch nur diese im Sortiment haben. Was ich nicht ganz verstehe, weil es gäbe ja auch andere gute Sorten. Also zum Beispiel? Zum Beispiel Orange Red wäre zum Beispiel was. Oder eben Bergeval oder eben Tsunami gibt es ja auch seit einigen Jahren. Und die würdest du empfehlen, auch in unserer Gegend, was klimatisch passt? Ja, hat passt. Also ich habe da traumhafte Fotos schon vor 20, 30 Jahren. Es gibt bestimmte Jahre, da haut alles hin, ganz wurscht, wo der Baum steht. Zum Beispiel 2003 oder 2011 oder so. Also da habe ich Fotos, da sind die Bäume bumm voll und keine kranke Frucht. Also, weil das Wetter passt hat. Weil das Wetter passt hat. Und heuer haben wir halt leider wieder bei uns da minus 4 Grad gehabt und dadurch ist es ein bisschen. Aber es gibt trotzdem weniger. Eine Ernte und ich danke dir, dass wir jetzt zu Gast sein haben dürfen. Ja. Ein bisschen was haben wir jetzt schon erfahren und mehr findet man übrigens auf seiner Homepage, da ist wahnsinnig viel, eine großartige Seite. Ja, gartentipps.at, Gartentipps mit einem P, gartentipps.at. Also, ich wünsche viel Spaß beim Garteln.